Leute, was geht's? Letzter Tag im Bootcamp. Falls ihr neu auf dem Kanal seid, lasst unbedingt ein Abo und ein Like da. Heute werden wir sehr, sehr viele Sachen aufnehmen. Ich darf nicht zu viel spoilern, aber ich sag mal so viel. Ich werde einer E-Sports-Organisation joinen so und ich werde es euch dann auch in Zukunft verkünden. Da wird auch dahingehend richtig geiler Content kommen. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Der Bree schon wieder am Essen. Sneakers, Sneakers! Big Grinder. Verpassen. Ja. Sneakers! Schwester. So sieht es im Bootcamp aus. Alles keine Macher. Alles keine Macher. Eine Flasche gehört ihm, Bruder. Daniel hat ein bisschen Durst gehabt, glaube ich. Fick deine Schwester, Schweizer Version. Fick deine Schwester, Mann. Wie soll man da ernst bleiben? Ohne Scheiß. Crack Razor. Ich kann nicht mehr. Darauf erstmal eine Fluppe. Okay, wir nehmen jetzt hier was auf. Digga, richtiges Studio. Das ist geisteskrank. Wie viele Sachen hier drin sind. Einfach dort Softboxen, alles. Ja, das sieht aus wie in so einem Filmstudio. Fick deine Schwester! Kann man so kranke Sachen aufnehmen. Das ist ehrlich crazy. Mit Publikum sogar. Der hat einfach gefurzt, der eklige. Jo, was, Mann? Was willst du? Was hast du über meine Mama gesagt? Ey, bisschen lauter. Warte, ich mach nochmal an. Fail! Ey, war ein bisschen schlecht. Warte, two take, okay? Ja? Was willst du? Was hast du über meine Mama gesagt? Fick deine Mama. Fick deine Schwester. Fick deine Schwester. Digga, alle therapiert. Er muss einfach wegen Greenscreen seine Socken ausziehen und jetzt einfach in Schuhe. Ohne Socken. Mein Video kommt eh nach raus. Euer ja, Vater hat meine Schuhe gezahlt, oder? Nee, ich war bei der Haar schon im Livestream. Also von daher ist mir. Aber das ist nicht. Nee, aber er war schon bei Anna. Nein, aber damit wollte ich sagen, mir ist eh schon alles egal. Ich war eh schon überall. Ja, siehst du. Also, ohne diesen Mann, diesen wundervollen Mann, wären wir komplett. Ich gehe raus. Und meinen Blog siehst du nichts außer Schatten. Siehst du es aus? Ich habe Hunger, ich hab Platz in meinem Magen. Die Schnitz geht ab, wenn mein Krieg ist beschatten. Was ist so gut, ist die Kinder, die ist erfahrt. Das Spiel ist aus, sag mir nicht, dass du mich brauchst. Also, wir spielen gerade Billard. Was? Hey. Wir sind mit zwei Kugeln vorne. Dreimal dürft ihr raten, wer die reingemacht hat. Nicht er. Okay, film mal für mich, für die hast Kamera, ich mach jetzt. Schau. Er hat sie versenkt. Oh, Doppelcam. Oh, ich darf nicht verkacken. Jetzt stehst du unter. Oh. Ja. Das war Schuss in den Ofen, das wird rausgeschlagen. Aber Gott, ja. Cut. Guck mal, da war eine verlassene Kirche. und da war ein Klavier, ja. Da war ein Klavier. Ja. Und auf dem Klavier standen immer so Texte. Weißt du? Aber Klavier ging nicht. Klavier war aus. Aus, Maus, Haus, raus. Und Klavier war aus komplett. Und da waren so Texte. Zum Beispiel auf einer Taste stand so, dein Ohr wird bluten. Auf der anderen Taste stand, ein Neugeborenes stirbt. Und immer so weitere Sachen. Wo war das in Berlin? 030? Nein. Chill mal. Chill. Und da hat dann so ein Typ an Klavier die Taste gedrückt, aber hat auf die Taste gedrückt, wo drauf stand, ein Neugeborenes stirbt. Aha. Und es war verflucht, die Kirche. Die Kirche. Oh, verflucht, ein Geist und ein Dämon, kann ich mehr. Es war verflucht, Bruder. Und er hat dann auf die Taste gedrückt, wo stand, ein Neugeborenes stirbt. Und zwei Monate später ist von seinen Nachbarn das Neugeborene gestorben. Aber wo war das? Ich weiß nicht. Von wem hast du das gehört? Er geschworen. Von YouTube. Hey!
Ich dachte, er hat das so selber erlebt und so. Ist der hässlich. Walla Billa, ich lüge nicht. Fickt eure Schwester, ich alle. Fickt euch. Ich sag, ihr war dabei, Digga. Bruder, ja, aber es ist wirklich echt. Ja, ich war sogar ein Zeitung. Was ist ein Zeitung? Ja, okay, noch eine Geschichte, noch eine Geschichte. Noch eine. Ich war draußen. Echt? Ja, das vor. Sieht nicht so aus. Ich war draußen. Und ich schwöre auf meine Mutter, ich lüge nicht. Und wir sind mit Kollegen um 1 Uhr morgens. Oh. Die heißt nochmal dieser Wald in Berlin, der verflucht sein soll. Kennst du den? Nein. Ich schwöre, ich hab Gänsehaut. Wallah, ich lüge nicht. Ich schwöre auf alles, das stimmt. Ihr könnt sogar googeln. Ich werde den Namen herausfinden von diesem Wald. Ja, okay. Und wenn ihr den Wald, da gibt es so eine. Der Wald ist so 2 Kilometer lang. Und da gibt es so eine Autofahrt rein, okay, durch den Wald. Kannst du reinlaufen. Und wenn du um 3 Uhr morgens genau reingehst, siehst du immer vor dir ein Licht flackern. Wenn weiß ist, heißt du kannst durchfahren. Wenn grün ist, heißt so vielleicht. Und wenn rot ist, so verpiss dich. Hä? Was labert der? Was labert der? Er findet irgendwas. Ich schwöre auf Koran, ich lüge nicht. Gottlos. Wanda, bitte, ich lüge nicht. Und beim ersten Mal, als wir reingefahren sind, war weiß. Dann wir durchgefahren. Wer macht dieses Licht? Woher kommt Bruder, das? Bruder, das ist einfach da. Nein, hör zu, Bruder, nein. Da wurde ein kleines Mädchen mit 8 Jahren vergewaltigt und ermordet. Und sozusagen und dann ist ihr Vater da hingegangen. Hör zu, Bruder. Ach, der Entertainer, schläge nicht. Schön. Und dann ist der Vater hingegangen und wurde da ermordet. Und deswegen sagt man, das Licht ist der Vater. Und da ist mit Taschenlampe gelaufen in dem Wald. Deswegen kommt immer dieses Licht. Aber jeden Tag, oder was? So, jeden Tag. Und man denkt weiß, dann... Weiß, grün, rot. Man denkt, nein, Bruder. Man denkt dann, mit der Taschenlampe, er sucht noch seine Tochter. Deswegen kommt immer dieses Licht, verstehst du? Und das hast du selber gesehen? Ja, ich schwöre auf Gott, in den Auto. Dann lass, okay, wir machen Video draus, wir fahren dorthin, okay? Ich schwöre bei Gott, warte, ich gucke dir jetzt, wie das heißt. Ja, aber wir fahren dorthin, okay? Ja, bei Gott. Okay, machen und, wir. Und, erstes Mal war grün, weiß. Erstmal war weiß, dann haben wir gesagt, lass mal nochmal, weil es war genau 3 Uhr. Um 3 Uhr schon wieder so, Bruder. Nochmal durchgefahren und dann kam das rote Licht. Ja. Und dieses Mädchen, das ermordet wurde und vergewaltigt wurde, hat ein weißes Kleid an. Mhm. Und ich schwöre, ich lüge nicht. Walla, ich schwöre auf meine Mutter. Und das Ding ist, du kannst mit diesem Wald nicht mehr als 20 km/h fahren, weil er da so Dings und so. Wo Kegel, Bruder, Berge. Ja, wo so ganz ein Auto wackelt und so, weißt du? Ja. Und ich schwöre bei Gott, dieses Licht war rot. Ich schwöre bei Gott. Und links von uns war so ein verlassenes Haus. Aber nicht so Haus, so Hütte. So und ihr seid einfach durchgefahren, seid ihr lebensmüde. Das Auto, Fenster war zu, was soll passieren? Fick. Schon passiert. Und ich schwöre bei Gott, ich lüge nicht. Ich schwöre auf alles. Bei Gott, ich weiß nicht, ob ich mir das eingebildet habe, weil ich mich eingeschissen habe. Ich hatte Kapuze auf, ich hab mir eingeschissen und die haben da so Haftbefehl drin. Ich war so durch den Haftbefehl und ich bin ganz hinten rechts, Bruder, ich hab Angst. Yeah. Und ich schau, ich seh ein so weiße Kleid, aber nicht so Gesicht oder so, yeah. Mädchen, aber ich seh so weiß, obwohl alles dunkel war, weißt du? Ja, vielleicht hast du eingebildet. Ja. Bruder. Ey, Sani, ich hab in Frankfurt Werwolf gesehen, weißt du? Ja, ich schwöre. Das und ich schwöre bei Gott, ich schwöre auf alles. Nachdem wir da rausgefahren sind, wir hatten nur noch Pech. Genau an diesem Abend nur noch Pech. Weil verflucht. Ich schwöre, wir fahren dort zusammen hin. Und noch was. Es gibt mein Bruder. Bruder halt zu. Ja, mach doch, ich lach nicht. Mach. Und ich dachte, es kommt noch eine halbe Minute, und, sorry. Mein Bruder ist, wie heißt es, nach Frankfurt gefahren einmal. Durch Autobahn. Aber das war so Ende Berlin schon, aber dieses. Bruder, wie heißt nochmal dieser Waldmann? Fuck mich, ich hab gerade. Ich hab den Namen vergessen. Bruder, wie heißt es? Ich war da so oft. Ich hab den Namen vergessen. Ich aus dem Zimmer raus. Fixer. Das war ein weißes Kleid, Bruder. Ich geh auf den Schlaf. Ja, und was war dann? Und das war so ein anderer Wald. Guck schon wieder so ein anderer Wald. Behindert, Bruder. Und in diesem Wald wurden 2 Zwillinge-Mädchen ermordet. Also 2 Zwillinge gleich ermordet. Ganz kurz, Ratschmann.
drei Zwillinge. Zwillinge sind immer zwei. Und man sagt, wenn du an diesem Ort vorbeifährst, also durch Autobahn, weil es da richtig lang, ja, dann siehst du, wie diese Mädchen im Wald so rennen. Verstehst du? Okay. Ich schwöre auf alles. Usain Bolt, nicht mal Paulaner gehabt, oder? Ort angeboten, oder? Ja, und hast du auch. Und ich schwöre bei Gott, ich lüge nicht. Man sieht, wie diese Mädchen rennen. Okay. Mein Bruder hat mir das erzählt, ich habe Gänsehaut bekommen. Ja? Digga, wir fahren in diesen Wald, bei Gott.